Neueste vom Thron. Weißt du schon, dass der Hallo, ich bin der Lars Schmidt und ich spiele den Prinzen in dem Familienmusical Cinderella. Wir sind hier auf der Bühne und wir sehen hier ganz viele Bücher, denn Märchen spielen in dem Familienmusical eine ganz große Rolle, da Cinderella und ich als Prinz ganz große Märchenliebhaber sind. Und auf dem Ball, wie ihr vielleicht wisst, verliert Cinderella einen Schuh. Und dieser Schuh spielt eine ganz wichtige Rolle, denn dieser Schuh passt nur Cinderella. Und den hat sie auf dem Schloss verloren und jetzt muss ich sie finden. Und ich weiß leider nicht, wie sie aussieht, weil ich nämlich sehr kurzsichtig bin. Und ich habe sie leider nicht gesehen. Deswegen versuche ich jetzt, sie zu finden. Machen wir uns auf den Weg. Kommt mit! Ich habe hier gerade eine Kollegin getroffen, aber ich glaube, ihr passt der Schuh leider nicht. Warum eigentlich nicht? Wer bist du eigentlich und was machst du hier? Ja, warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich sehr schade. Ich bin die Susanne Seimel und ich spiele eine der bösen Stiefschwestern, die Olga. Und nachher im Stück sehe ich dann ein bisschen anders aus als jetzt. Auf geht's, Burm! Ich krieg dann ein paar Zentimeter mehr Umfang dazu. So 30, 40, ganz wenig. Und versuche dann mit meiner Fülle den Prinzen, also dich davon überzeugen, dass ich die Richtige bin. Aber irgendwie, das klappt irgendwie nicht. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum. Massier mich, ich fühl mich so verspannt. Massier mich, ah, doch nicht den Sonnenbrand. Schmier mir das hier auf meinen Rücken. Und jetzt muss immer fester drücken, 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 drücken. Ah, ah. Neben mir sitzt gerade Robert Josef Bartel. Er spielt in dem Stück Cinderella die böse Stiefmutter. Und jetzt stelle ich ihr mal ein paar Fragen der Stiefmutter. Stiefmutter, hallo, was hallo. Machst du hier in dem Stück Cinderella? Wie ist die Stiefmutter so? Die Stiefmutter ist gut, sie sorgt sich sehr um ihre Kinder. Die will, dass alle verheiratet werden und hat leider die Cinderella am Hals, ja? Die sehr schlecht sieht und sie immer ärgert und so. Und darum muss sie manchmal auch etwas bestrafen. Und wie sehen die Bestrafungen so aus? Und warum bestrafst du sie und nicht deine beiden Lieblinge? Naja, wie sehen die aus? Sie muss Hausarbeiten erledigen, Boden putzen, Linsen sortieren, so. Manchmal schmeiße ich auch mit Geräten nach ihr, mit einer Bürste. Und naja, die beiden Lieblinge sind ja meine leiblichen Kinder und sie ist ja das Stiefkind, was quasi der Vater mit in die Ehe gebracht hat. Sehr logisch, dass die mir nicht so nahe steht, ne? Dann sehen wir uns später auf dem Schloss und jawohl. Ich gucke jetzt mal, dass Cinderella irgendwo hier mal anzutreffen ist, weil so langsam bin ich suchen leid. Da ist ja schon die Nächste. Hallo Katharina. Hallo. Katharina ist bei uns bei Cinderella die zweite böse Stiefschwester. Sie spielt die Emilie. Katharina, was ist Emilie denn eigentlich für eine? Die Emilie ist eine kleine Künstlerin. Die muss ganz viel, was sie fühlt, auch zeigen. Am besten mit den Händen, mit dem Körper, die ganze Zeit. Manchmal ist sie stiller und nachdenklich, aber dann überkommt es sie wieder. Aber sie ist auch böse. Sie ist ja die böse Stiefschwester. Was würdest du tun, um mich auf den Ball zu kriegen? Ganz schlimm, ich tue sehr viel dafür, beziehungsweise meine Mutter hackt mir, wie ja jeder weiß, die Zehe ab. Und es blutet ganz schlimm und sie findet es auch wirklich, wirklich schmerzhaft, aber um den Prinzen zu bekommen, nicht nur weil er ein Prinz ist, sondern weil sie fühlt, sagt sie immer, sie fühlt, dass es da eine Verbindung gibt und sie müssen zusammen sein. Und der Prinz sieht das aber nicht ein und deswegen muss sie in diesen Schuh passen, damit der Prinz endlich erkennt, wer die Wahre ist. Ja, das denkt sie vielleicht, aber wie wir ja wissen, ist sie es leider nicht. Deswegen schauen wir mal, ob wir die Richtige jetzt irgendwie endlich finden. Also, komm. Da hinten habe ich noch eine entdeckt. Ich glaube, die könnte es sein. Lass uns mal schauen, ob ihr der Schuh passt. Hallo. Hallo.
Dürfte ich eventuell mal diesen Schuh anprobieren bei dir? Ja, bitte. Er passt! Du bist die Richtige! Tanja, erzähl mir, macht es Spaß, die Cinderella zu spielen? Es macht unglaublich großen Spaß. Das Aschenputtel ist eine sehr schöne Figur, eine sehr reine, naive. Und das macht natürlich in einer Welt, der, wo eigentlich Machtthema ist, ja, wo viele politische Themen immer wieder aufkommen, macht es halt sehr Spaß, so etwas Schönes, Pures zu spielen. Die Person, mit der ich jetzt spreche, ist offensichtlich ja nicht meine Cinderella. Vor mir sitzt der Staatsintendant des Gärtnerplatztheaters, Josef Köpplinger. Josef, was macht ein Regisseur so? Also ein Regisseur sorgt dafür im Vorfeld, dass man ein kreatives Team zusammenstellt, mit dem man gerne arbeitet, Bühnenbild, Kostüme, Choreografie. Er bringt alle Fäden zusammen. Er ist für die Künstler auf der Bühne da. Er versucht ein sogenanntes Konzept, das heißt eine Gestaltung des Stückes, wenn man es liest, zu erfinden und setzt das dann für und mit den Darstellern um. Kindertheater, ist das für dich eine besondere Form des Theaters oder wie unterscheidest du da zu den anderen Stücken, die du inszenierst? Gar nicht. Ich glaube, Kindertheater unterscheidet sich durch nichts von einer ganz normalen Geschichte. Es ist eine ganz normale Geschichte und wenn, da sieht man einen schönen Vorhang, wenn der aufgeht, muss eine Zauberwelt, egal in welcher Form, egal ob Kindertheater oder Erwachsenentheater, das wollen wir sehen, wenn wir ins Theater gehen. Wir gehen zurück.